Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Tag 306 meines veganen Tagebuchs. Und heute ist die Thematik eine ganz besondere, nämlich ich kritisiere das, was ich selber darstelle, und zwar den High Carb veganen Lebensstil. Aber ich möchte ihn nicht kritisieren in Gänze und auch sagen, dass das nicht die beste nach meiner Erfahrung Lebensform ist, denn das ist sie. Also High Carb vegan ist für mich das, wo ich mich am wohlsten fühle, sondern ich möchte eine Nuance davon kritisieren, was sehr sehr häufig vorgebracht wird und ja auch so ein bisschen, ich denke, auch so dazu führt, dass man sehr sehr skeptisch gegenüber diesem High Carb Stil ist, weil das ein bisschen zu extrem ausgedrückt ist. Und von welcher Sache ich rede, das habe ich an der Überschrift schon klargestellt. Das geht darum, dass man, dass gesagt wird, wenn du dich High Carb vollwertig ernährst, dass du dich dann satt essen kannst und dass du dann nicht zunimmst oder sogar abnimmst, wenn du übergewichtig bist. Und das kann wahr sein, das muss aber nicht wahr sein. Also ich habe schon High Carb gegessen und auch jetzt, wo ich mich wirklich vollwertiger ernähre als der Großteil derer, die solche Videos verbreiten, kann ich sagen, wenn ich wirklich so lange essen würde, bis ich satt bin, denn das ist das, was die Leute sagen, man kann so lange essen, wie man satt ist, dann würde ich trotzdem zunehmen. Von Reis, von Nudeln und auch von Kartoffeln würde ich zunehmen. Aus dem einfachen Grund, weil ich einfach kein Sättigungsgefühl kenne in dem Sinne. Also ich kenne es schon, bloß dann sind auf dem Tacho 2000 Kalorien dann schon vorbei. Also das ist ein Problem, was viele Menschen haben und was nicht ernst genommen wird. Und dafür möchte ich heute einstehen, auch wenn ich den ja quasi das Klientel kritisiere, was ich selber im Endeffekt darstelle. Aber es ist mir einfach wichtig, weil ich kenne das. Ich habe 20 Jahre lang Abnehmerfahrung. Ich habe 165 Kilo gewogen. Ich bin jetzt runter auf 105, sogar noch ein bisschen mehr. Da kommen wir nachher noch dazu, EOD Challenge. Aber ja, und da kann ich wirklich auch mitfühlen mit den Leuten, wenn Leute dastehen und sagen, ihr könnt essen was ihr wollt, Hauptsache High Carb, Hauptsache vollwertig. Wenn ihr vollwertig esst und High Carb, dann könnt ihr essen so viel ihr wollt, dann nehmt ihr ab oder dann nehmt ihr nicht zu, je nachdem wo man sich befindet. Das kann wie gesagt möglich sein, wenn man ein gutes Körpergefühl hat und wenn man auch eine intakte, gesunde Psyche hat. Aber bei vielen ist es nicht der Fall. Gerade bei den Übergewichtigen ist meistens irgendwas im Argen. Und das war bei mir genauso und ist wahrscheinlich auch noch bei mir so. Und entsprechend kann ich eben mich nicht wirklich satt essen, wenn ich davon ausgehe, dass wir dieses von dem Sättigungsgefühl reden. Sondern bei mir ist das Gewichen einer Intuition, dass ich sage, okay, jetzt langsam müsste es ausreichen, weil dann wird dir nicht schlecht, wenn du jetzt aufhörst zu essen. So, und das ist aber nicht das Sättigungsgefühl, von dem viele reden. Viele sagen, oh, ich bin satt, so, und merken das ganz eindeutig. Und das merke ich nicht, sondern das war sehr, sehr langes Training, bis ich mir das angeeignet habe. Und viele Menschen wissen auch gar nicht mal, dass sie das, dieses Sättigungsgefühl, das Normale gar nicht haben. Und da ist es ein bisschen, nein, unverantwortlich würde ich nicht sagen, weil YouTube, man sollte auch die Kirche im Dorf lassen, aber es ist ein bisschen eindimensional gedacht und zu sehr von sich selber ausgehend. Denn es gibt wirklich Menschen, die dieses Sättigungsgefühl eben nicht haben. Und da muss man auch sagen, den Menschen High Carb vegan ist für mich auch wirklich der Lebensstil, mit dem ich mich am besten fühle. Aber auch da müssen wir auf die Kalorien achten. Wir können nicht besinnungslos in uns reingehen. Das geht. Für viele funktioniert das, für viele, aber es gibt welche, wo es nicht funktioniert, und das ist meine Aussage heute. Es gibt Menschen, wo dies nicht funktioniert, und das Problem ist, wenn Menschen sozusagen wie Freely, sage ich mal, oder gestern hat High Carb Christian das erwähnt, Vegan Power Girl, die Nicole, auch alles Menschen, die ich sehr schätze, also Menschen, die mit ihren Videos auch mir sehr viel bringen, auch Inspiration. Aber in dieser Thematik muss ich einfach sagen, Da denke ich an die Menschen, die dann das umsetzen, das funktioniert nicht, und dann sich fragen, was ist los, was ist falsch mit mir? So, und da möchte ich einfach so ein bisschen ja, Sensibilität einfordern oder ein bisschen Demut vor der Individualität der Menschen. Dass es wirklich eben nicht so ist, dass man eine generelle Aussage treffen kann, sowas wie, ihr könnt alles essen was ihr wollt, solange es vollwertig und High Carb vegan ist, da könnt ihr essen was ihr wollt, ihr werdet nie zunehmen. Dass man solche Aussagen nicht trifft. Das liegt mir persönlich besonders am Herzen. Ihr wisst warum, ich habe es schon angedeutet, mit 165 Kilo bestand mein Leben quasi aus Abnehmen. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel probiert. Ich
können wir jetzt auch sagen, ich habe alles probiert, weil und so weiter. Aber es ist auch wieder die Demut. Es gibt sicherlich Sachen, die ich vielleicht noch nicht probiert habe. Aber jeden gängigen Ernährungsstil, jede bekannte Diät, ich habe eigentlich alles ausprobiert, was ich jetzt in meinem Geist habe. Es gibt vielleicht dann noch andere Dinge. Und da kann ich wirklich sagen, ich bin eine gewisse Autorität, was Abnehmen angeht. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, und gerade bei diesem High Carb Vegan kann ich sagen, ich kann mich mit High Carb Vegan, ich könnte mich problemlos vollwertig High Carb Vegan auf 165 Kilo sofort wieder fressen. Mit Reis, mit Kartoffeln, mit Nudeln und natürlich mit Gemüse und allem möglichen. Problemlos, wäre kein Problem, wenn ich so lange esse, bis ich satt bin. Weil das Sättigungsgefühl funktioniert bei mir nicht, ich habe das schon gesagt. Das wollte ich an der Stelle nochmal besonders hervorheben, weil mir das sehr am Herzen liegt und warum, das habe ich euch auch da gemacht. Und ich möchte nochmal betonen, ich möchte nicht die Menschen angreifen, die jetzt der Meinung sind, dass das möglich ist, weil das ist ihre persönliche Erfahrung und sie sprechen aus ihrer Erfahrung. Und sie machen meiner Meinung nach, das ist aber auch wieder nur meine Meinung, einen Fehler, indem sie das immer versuchen auf alle Menschen zu projizieren, was sie selber erlebt haben, was sie selber in Büchern lesen, die dazu passen. Ne? Man liest ja, wenn man interessiert ist an veganer High Carb Ernährung, dann ist so ein Buch wie die High Carb Diät natürlich gefundenes Fressen. Das liest man, dann fühlt man sich bestätigt und dann, oh ja, da hat das auch noch jemand geschrieben und dann wird das so zu einem Allgemeinwissen und dann projiziert man das auf alle Menschen und ich finde das, das ist ein Fehler meiner Ansicht nach. So. Und nochmal, ich möchte die Menschen wirklich nicht angreifen, gerade weil ich jetzt auch persönlich die Menschen genannt habe, wie den High Carb Christian und die Nicole von Vegan Power Girl, weil ich auch weiß, dass sie vielleicht hin und wieder mal in meinen Kanal schauen. Deswegen wirklich ist wirklich kein Angriff, ist einfach, ich schreibe das aber auch in ihren Kommentaren, habe bei jeweils sowohl bei Nicole als auch beim High Carb Christian das so reingeschrieben, dass es meine Meinung ist. Ich wollte aber nochmal auch meine Zuschauer, die vielleicht nicht auf diesen Kanälen unterwegs sind, das auch nochmal herausstellen, dass wenn ihr solche Aussagen hört, dass das mit Vorsicht zu genießen ist. Jede Aussage, die generell für alle Menschen gelten soll, was Ernährung angeht, sollte mit Vorsicht genossen werden, weil schon die alten, wirklich sehr sehr alten Wissenschaften und Ernährungswissenschaften, ja kann man so sagen, von China, die traditionelle chinesische Medizin, als auch von Indien, das Ayurveda, die haben immer schon festgestellt, dass die verschiedenen Individuen verschiedene Konstitutionen haben und das, was für den einen gut ist, das ist für den anderen schlecht. Und wo der eine unbedingt was Scharfes essen soll, sollte der andere was Süßes essen. Und genauso ist das auch in der in der Makronährstoffverteilung. Proteine sind für den einen viel viel wichtiger als für den anderen. Auch in Lebenssituationen kann das unterschiedlich sein. Und von daher, und die Psyche spielt auch eine sehr große Rolle, das darf man auf keinen Fall vergessen, gerade jetzt zum Beispiel was das Sättigungsgefühl angeht. Deshalb, ich plädiere immer dafür. Probiert an eurem Körper aus, nehmt die Inspirationen von verschiedenen Menschen auf, probiert an eurem Körper aus, was euch gut tut und entscheidet dann, was für euch das Beste ist. So, und versucht da nicht blind was zu übernehmen und denkt nicht, dass ihr irgendwie falsch seid oder dass mit euch irgendwas nicht stimmt, nur weil das, wo viele sagen, das ist das Beste, für euch eben nicht das Beste ist. So, das soll es dazu gewesen sein, war mir ein Bedürfnis und jetzt ist mir auch ein Bedürfnis, und zwar ein frohes Bedürfnis, euch zu präsentieren, dass ich mit meiner EOD Challenge wieder abgenommen habe und zwar 800 Gramm in der Woche. Ich bin jetzt von 108 Kilo auf 104 Kilo gesunken, das heißt 4,5 Kilo in 6 Wochen und das ohne, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, sondern ich habe den Weg gewählt, dass ich einfach EOD, Essen ohne Denken, nicht mehr nachdenke beim Essen oder nicht mehr mein Gehirn in irgendeiner Weise aktiviere, indem ich lese oder indem ich YouTube Videos schaue, indem ich mich unterhalte. Das ist mir allerdings nicht immer gelungen, aber zum Großteil. Und indem ich einfach wirklich abschalte, mich auf das Essen konzentriere, ich die Nahrung zu mir nehme, spüre, wie ich die Nahrung kaue, wie sie hinuntergeht und wie sie in meinen Körper geht. Und das war's. Einfach mich auf das, was ich tue, konzentriere. Das war's. Und ich habe meine Ernährung nicht geändert. Ich habe nicht irgendeine Makronährstoffverteilung geändert oder irgendein System oder sonst was. Ich habe nach wie vor das gegessen, worauf ich Appetit hatte und was ich in der letzten Zeit auch gegessen habe. Und ich habe in den letzten 7 oder 8 Monaten, je nachdem, seit ich vegan bin, ungefähr so 2 bis 3 Kilo abgenommen. Und da habe ich exakt dasselbe gegessen, wie ich jetzt esse. Bloß jetzt esse ich, wenn ich esse. Und ich tue nicht lesen, wenn ich esse. Oder nachdenken, wenn ich esse. Sondern wenn ich esse, dann esse ich. Und entsprechend ist das für mich, weil das ja auch dem Lebensgefühl, was ich
was, wo ich merke, dass es mir gut tut, die Dinge wirklich im Moment aufzugehen, die Dinge, die ich gerade tue, meine volle Aufmerksamkeit zu schenken, weil das natürlich dem entspricht, freut es mich umso mehr, dass ich jetzt wirklich in 6 Wochen 4,5 Kilo abgenommen habe, ohne meine Ernährung zu ändern. Und ja, ich möchte euch das jede Woche mitgeben, solange das funktioniert. Und wenn ich irgendwann unter 100 Kilo kommen sollte, und ich sage euch, das letzte Mal, wann ich unter 100 Kilo war, das war mit 9 Jahren ungefähr. Und wenn ich das wieder schaffen sollte, also dieses EOD, ich will damit kein Geld verdienen oder ein großes System draus machen und meinen Trademark dahinter machen. Aber ich möchte es einfach in die Welt hinausbringen, dass jeder, weil es kostet nichts, es kostet nur Aufmerksamkeit, eigene Aufmerksamkeit für das Essen, Liebe zu dem Essen, Liebe zu sich selbst. Das ist alles, was es kostet. Und das möchte ich in die Welt hinaustragen. Und ich bin schon so weit, dass ich langsam überzeugt bin. Wer die Videos geschaut hat, die Updates, da wusste nach einer Woche, ich war skeptisch. Nach zwei, nach drei Wochen, ich war immer skeptisch. Nach 4 Wochen hat es angefangen, dass ich so langsam, könnte da was dran sein. Und jetzt nach 6 Wochen muss ich sagen, ich bin langsam davon überzeugt, dass das was richtig, richtig Tolles ist. Und wenn ihr das Video schaut, ich lebe seit 37 Jahren auf diesem Planeten und weit über die Hälfte habe ich mit Abnehmen verbracht. Und diese Erkenntnis, dass man einfach, wenn man isst, isst, ist das Wertvollste, was ich bisher festgestellt habe. Und versucht das in euch aufzunehmen und versucht das vielleicht irgendwann auszuprobieren. Und sowas ist weit leichter umzusetzen als zum Beispiel eine Ernährungsumstellung, was die Makronährstoffverteilung angeht, oder Diäten, wo man sich auf gewisse Lebensmittel beschränkt. Also von daher möchte ich euch da wirklich anregen, das vielleicht mal zu probieren. Es ist eigentlich total einfach. Eigentlich. Aber auch die ersten 2 Tage waren für mich sehr, sehr ungewohnt. Aber ja, der Erfolg jetzt und das Gefühl beim Essen, ich muss sagen, also ich hätte nicht gedacht, ich dachte schon, wo ich vegan geworden bin, oh, das ist ein geiles Lebensgefühl, auch mit Essen und so weiter, und ich nehme nicht mehr zu und ja, aber und auch leicht ab. Aber jetzt das Gefühl, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten, EOD geht weiter und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, ich möchte euch die Message verkünden und auch das, was ich vorher gesagt habe, ist mir ein sehr großes Bedürfnis gewesen und das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.